Schermer hat mir noch etwas anderes erzählt über Sie. Ja? Und was? Dass Sie sehr wohl die Bedeutung des Wortes Dankbarkeit kennen. Dass das bei Ihnen keine nebulose, unverbindliche Angelegenheit ist wie bei anderen. Sie wollen bleiben, wo Sie sind. Es gibt Dinge, die Sie so nebenbei mitnehmen. Geschäfte gehen gut. Daher wollen Sie nicht, dass jemand Ihnen sagt, was Sie zu tun haben. Ich kann das alles sehr gut verstehen, weil ich Sie durchschaut habe. Sie wollen nämlich Ihr eigenes Nebenlager haben. Wissen Sie eigentlich, was das alles mit sich bringt? Der Papierkram für die Genehmigungen, ganz davon abgesehen, dass Sie das Ding bauen müssen, kann einen schon in den Wahnsinn treiben. Dann tauchen die Ingenieure auf, stehen herum, diskutieren über Kanalisation, Fundamente, Einzelheiten der Planung. Doppelzäune, 4 Kilometer lang, erfordern 1200 Kilogramm Stacheldraht, 6000 Kilogramm elektrischen Zaun, Keramikisolatoren, 3 Kubikmeter Platzbedarf pro Gefangene. Ich schwöre Ihnen, da bekommt man Lust, jemanden zu erschießen. Ich habe das nämlich durchgemacht, ich kenne das. Ja, Sie kennen das, Sie haben das durchgemacht. Sie könnten mir das Ganze leichter machen.